Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute die 10 schlimmsten Werbeaktionen an, die den Unternehmen Millionen von Dollar kosteten. Pepsi. Kann man eine Werbekampagne für ein Erfrischungsgetränk so durchführen, dass sie echt Straßenkrawalle, Pogrome, Explosionen und beinahe einen Volksaufstand auslöst? Ja, gut, das war wahrscheinlich dieses Gewinnspiel, ne? Davon habe ich schon mal gehört. Die haben irgendwie Geldpreise versprochen und dann haben die sich vertan, weil die meinten irgendwie eine Zahl im Deckel, irgendwie die 7 oder so, wenn man die hatte, hat man irgendwie 1 Million Dollar gewonnen. Und dann hatten auf einmal so 10.000 Leute die Nummer 7 und dann sind die alle auf die Straßen gegangen, weil keiner den Gewinn bekommen hat. Also ich glaube, dass es das war. Es geschah in den 90er Jahren in Manila, als das Unternehmen Coca-Cola auf die Philippinen kam und sofort einen Großteil des einheimischen Marktes übernahm. Um verlorene Marktanteile zurückzuerobern, startete Pepsi eine groß angelegte Werbeaktion mit verschiedenen Geldpreisen. Mhm. Die Verkaufszahlen sind bei Pepsi sofort um 40% gestiegen und tausende Menschen, die einen Gewinncode im Deckel vorweisen konnten, erhielten kleinere Geldsummen. Mhm. Doch der Hauptpreis in Höhe von 1 Million Peso, es entsprach umgerechnet ca. 40.000 Dollar, hat man als eine Art Nachtisch aufgehoben. Nun, am 25. Mai wurde im nationalen Fernsehen verkündet, dass die Gewinnzahl für den heiß begehrten Hauptpreis 349 lautet. Ja, man hätte meinen können, es wäre an der Zeit, den Gewinner zu gratulieren, aber es stellte sich heraus, dass anstelle eines Deckels mit der Nummer 349 ganze 800.000 Stück produziert wurden. Oh, 800.000 sogar? Oh lol, ja, Pepsi wäre halt komplett pleite gegangen und hätte Insolvenz anmelden müssen. Aber ja, logischerweise gehen da die Leute auf die Straße. Klar, dir wird jetzt nicht Geld geklaut, was dir schon gehört hat, wie bei einem Wirecard-Wirtschaftsskandal oder so. Aber ist halt natürlich schon blöd, ne? Du denkst, du gewinnst, freust dich, kaufst vielleicht extra deswegen eine Pepsi und keine Ahnung. Danach sind die Absatzzahlen auf jeden Fall wieder hart gesunken. Aqua Teen Hunger Force. Kenn ich nicht. Anfang 2007 hat der US-amerikanische TV-Riese Tuna Broadcasting der Agentur Interreference Inc. damit beauftragt, eine Werbekampagne für einen programmfüllenden Spielfilm, der auf der Zeichentrickserie Aqua Teen Hunger Force basierte, durchzuführen. Die Werbemacher haben sich etwas Unkonventionelles einfallen lassen. Sie haben nämlich an Brückenpfeilern und in der U-Bahn Leiterplatten mit Batterien, Kondensatoren, herausschauenden Kabeln und Diodenmosaiken aufgehängt, in denen sich die Gestalten der Showprotagonisten erkennen ließen. In den meisten Städten blieb diese Aktion unbeachtet, aber in Boston hat sie für viel Wirbel gesorgt. Die wachsamen Einwohner haben die Polizei und das Innenministerium alarmiert. Logisch. Woraufhin die Behörden den Highway Boston-Fairmont, ein paar Brücken, einige Straßen und U-Bahn-Stationen sperren ließen. Aha. Man ging von Terrorgefahr aus. Ja, klar. Wenn da solche Dinger plötzlich hängen. Klar, hier sind so lustige Symbolchen drauf. Also ich meine, Bad News are Good News, ne? Jeder redet jetzt darüber. Aber die werden wahrscheinlich ordentlich Strafe gezahlt haben müssen. Apple. What? Aus irgendeinem unbekannten Grund steht der US-Konzern Apple auf die Bad. U2. Die haben sogar mal so ein iPod rausgebracht mit einer U2 Edition. Wo ich mir auch so dachte, ja, bring halt deine Produkte raus. So, nicht jeder ist U2-Fan, das ist einfach nur dumm. Also du machst dir einen Markt größer, wenn du U2 nicht draufschreibst. Die Musiker haben nicht nur bei einer Apple-Präsentation Songs aus ihrem neuen Album gespielt, sondern dies wurde auch beim iTunes Store für jeden zum Download freigegeben. Mhm. Doch anstatt Leute die Songs kostenlos herunterladen zu lassen, hat das Unternehmen beschlossen, sie zur Einkaufsliste jedes iTunes-Nutzers hinzuzufügen. Und wahrscheinlich, wie ich damals so diese ganzen Verbraucherschutzgesetze kannte, die es einfach gefühlt nicht gab im Internetmarkt, konntest du es auch einfach nicht entfernen. Dann mach's halt wenigstens so und sei cool als Apple-Gründer oder als Apple generell. Sozusagen, ey, wenn ihr euch das runterladen wollt, das neue Album, dann habt ihr hier einen Code, könnt ihr kostenlos machen. Aber dieses direkt mit draufpacken, klar, ist kostenlose Musik, die man drauf hat, aber wenn man es nicht haben will, mein Gott. Jägermeister. Oh. Im Sommer 2013 hat das mexikanische Unternehmen Producciones Gurtec gemeinsam mit dem Kräuterlikörhersteller Jägermeister eine Promoparty veranstaltet. Um es richtig krachen zu lassen, haben Producciones Guatec-Mitarbeiter, die in orangener Uniform gekleidet waren, Thermoskannen mit flüssigem Stickstoff mitgebracht und diesen direkt in den Pool geschüttet, wo angetrunkene Gäste geplanscht haben. Oh. Anscheinend wollten sie einen Dampfeffekt erzeugen, wie es bei Rockkonzerten oft der Fall ist, aber sie haben es damit ein wenig übertrieben. Die Menschen im Pool kriegten keine Luft. Nach der Party wurden 9 Personen direkt ins Krankenhaus eingeliefert und eine fiel sogar für 2 Wochen ins Koma. Ja, ich hatte auch mal auf einem Kindergeburtstag so Trockeneis. Das ist natürlich was anderes, weil das nicht so giftig ist. Aber da meinte meine Mom auch so, als es dann so, das war eine ganz kleine Menge in so einer Schale, weil wir so eine Astronautenparty gemacht haben, als ich irgendwie 6 war oder so. Dann ist es aufgeschrieben, meinte meine Mom auch so, ey, geht aber nicht zu nah daran, atmet das mal nicht ein, so man weiß nicht, was da drin ist. Aber da würde ich auch niemals reinspringen, also bist du ja auch selbst schuld. Klar, wenn das so Unternehmen wie Jägermeister veranstalten, dann willst du ja schon denken, okay, ich werde jetzt nicht sterben, aber wenn eine Person 2 Wochen im Koma lag, what? Ich lieg gefühlt aber auch 2 Wochen im Koma, wenn ich ein Glas Jägermeister trinke. Luftballonfest. Oh, das brauchen wir uns nicht anschauen.
Das hatten wir schon mal in einem Luke-Show-Video. Also ich kann es euch ganz kurz erklären, da wurden ganz viele Ballons freigelassen im Rahmen von so einer World Record Guinness Buch der Rekorde Aktion und einer Promo-Aktion von Unternehmen. Dann haben die irgendwie Millionen Luftballons hochfliegen lassen in Chicago oder irgendwie so und dachte dann erst so, wow, cool, hat alles geklappt. Aber irgendwann kamen die ganzen Luftballons halt wieder runter und dadurch sind unzählige Autounfälle passiert. Boote konnten nicht mehr fahren, Flugzeuge konnten nicht mehr fliegen. Es sind Leute, glaube ich, auch gestorben oder irgendwie Gebäude eingekracht oder ich weiß nicht mehr genau. Aber total dumme Idee auch für die Umwelt generell. Dr. Pepper. Boah, nur krasse Marken im heute. Im März 2008 hat der Hersteller des kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränks Dr. Pepper Snapple versprochen, dass jeder Amerikaner eine Dose dieses Getränkes kostenlos bekommen würde, wenn die Rockband Guns N' Roses das Album Chinese Democracy bis zum Ende des Jahres herausbringen würde. What? Zu dem Zeitpunkt haben die Musiker an dem neuen Song schon seit über 14 Jahren gearbeitet und keiner hat damit gerechnet, von ihnen positiv erneut überrascht zu werden. Aber die Platte erschien am 23. November und Dr. Pepper musste das Versprechen einlösen. Ja. Das Unternehmen hat für einen Tag eine Webseite mit Gutschein freigeschaltet, aber die Server waren aufgrund der Überlastung abgestürzt. Bald darauf verlangten die Anwälte von Guns N' Roses nach einer öffentlichen Entschuldigung für das komplette Desaster, wodurch der Name der legendären Band besudelt worden wäre. Was ist denn das für ein dummer Move von dieser Band? Wo wird dein Name denn besudelt, wenn Dr. Pepper einen Fehler macht? Dr. Pepper sagt, ey, ihr kriegt alle eine kostenlose Dose, wenn das Album rauskommt. Das Album kommt raus und Dr. Pepper macht die Website und die Server kacken ab. Da kann doch nur Dr. Pepper was fühlen und nicht die Band. New Coke. New Coke? Im Frühling 1985 hat sich etwas Schlimmes zugetragen. Coca-Cola änderte die Rezeptur seines berühmten Getränks. Natürlich war dies eine erzwungene Maßnahme. Sein Marktanteil verringerte sich ununterbrochen, nämlich seit 15 Jahren. Der Geschmack des Getränks blieb zwar derselbe, aber Cola schmeckte noch süßer. Bei blinden Degustationen hat die neue Rezeptur besser abgeschnitten, doch der Verkaufsstand wurde zu einer Katastrophe. Die aufgebrachten Cola-Fans riefen die Service-Hotline ständig an. Sie schrieben zahllose Briefe, kamen an Coca-Colas Servicestellen persönlich vorbei und gaben sogar den ihnen bekannten Coca-Cola-Mitarbeitern die Schuld. Was? Als ob die neue Rezeptur von ihnen entwickelt wurde. Hä? 79 Tage später hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass wieder die klassische Coca-Cola produziert werde. Aha. Dieser Meldung wurde im nationalen Fernsehen sogar eine Sonderausgabe der Nachrichtensendung gewidmet. What? Gegen Ende des Jahres sind die Verkaufszahlen der alten Coca-Cola in die Höhe geschossen. Allerdings blieb die neue Rezepturformel trotzdem auf dem Markt. 1992 wurde sie in Coke 2 umbenannt und erst 10 Jahre später hat man sie aus der Produktion genommen. Coke 2? Es gab mal Coca-Cola 2? Für 10 Jahre anscheinend. Aber man sieht ja auch hier und auch an den Daten, die gerade genannt wurden, weit vor den 2000ern, dass das noch so einen riesen Hype hatte. Ne? Mittlerweile, wenn ein neues Getränk rauskommt, es juckt keinen. Und irgendein Influencer was Neues rausbringt mit Unmengen an Zucker drin, damit es einfach nur süß schmeckt. Egal, wir leben in einer Welt, wo alle sich nur noch gesünder ernähren wollen. So, das ergibt gar keinen Sinn. McDonald's. Boah, nur riesige Unternehmen. Von Zeit zu Zeit ergänzt McDonald's seinen aus Big Macs und Cheeseburgern bestehendes Menü durch etwas Ausgefallenes. Mhm. Manchmal geht es aber total in die Hose. 2002 erschien in Norwegen auf der Speisekarte von McDonald's das McAfrica Sandwich. Also es ist generell immer noch schlimm in Afrika. Nicht in allen Teilen, aber mit der Hungernot. Damals war es aber noch krasser. Also wenn es darum geht, du kannst doch nicht. Es ist ja genauso wie wenn man jetzt einen Burger, wenn jetzt ein Burger King einen blau-gelben Burger rausbringt und den irgendwie den Big Ukraine Burger nennt. Und daneben ist halt Krieg in der Ukraine. Also das, also ich weiß nicht, ob es darum geht. Vielleicht geht es auch um die Zusammensetzung. Aber wir schauen mal. Dass ich aus nach traditionellem Rezept zubereiteten Rindfleisch und Käse in Pita zusammensetzte. Mhm. Zu der Zeit hungerten in Südafrika, Äthiopien und Mauretanien Millionen Menschen. Ja. Und was hat Pita mit Afrika zu tun? Ich dachte, Pita wäre griechisch. KFC. Die super populäre amerikanische Moderatorin Oprah Winfrey hat sich an mehreren Werbekampagnen beteiligt und meistens waren sie erfolgreich. Okay. Erwähnenswert wäre auch eine Geschichte, in der Oprah 12 Millionen Dollar mit Hilfe eines einzigen Tweets verdient hat. I love bread. Im Mai 2009 beschloss das Unternehmen KFC, die sympathische Moderatorin hinzuzuziehen, damit sie neue Grillhähnchen promotete. Kaum hat Oprah das Produkt in ihrer Show angekündigt und einige Gutscheine verteilt, wurden die KFC-Restaurants von Kunden überflutet. Sie verlangten nach ihren Gratis-Grillhähnchen, und zwar auf der Stelle. Leider waren viele Restaurants mit einer solchen Anzahl von hungrigen Gästen total überfordert und viele von ihnen mussten demzufolge hungrig und bitter enttäuscht nach Hause zurückkehren. Aber es ist doch auch so affig. Auch wenn man, dass man generell Werbung für so, klar, früher war es wahrscheinlich noch nicht so aufgedeckt, wie generell das alles abläuft mit der Massentierhaltung, was das auch für die Umwelt bedeutet und dass man Tiere nicht essen sollte und dieses ganze Woke in der Gesellschaft, was ja auch richtig und wichtig ist, war vielleicht noch gar nicht so vorhanden, aber ich weiß nicht, ich könnte mich jetzt niemals hinstellen und sagen, ja, ihr kriegt ein kostenloses Stück Fleisch, wenn ihr das und das macht.
What? Groupon. Was ist das denn? Für den Super Bowl, dem amerikanischen Sportereignis des Jahres, lancierte Groupon 2011 eine TV-Werbekampagne unter Mitwirkung von Timothy Hutton als Hauptdarsteller. Aha. Das Video beginnt damit, dass die Off-Stimme des Schauspielers Folgendes erzählt. Das Volk Tibets leidet. Ihre Kultur ist in Gefahr. Die Szenerie schwenkt auf ein tibetisches Restaurant in Chicago um und er fährt fort, aber sie zaubern immer noch ein unglaubliches Fischcurry. Dank Groupon hat er nur 15 statt 30 Dollar dafür bezahlen müssen. Oh, wow. Ja, okay. Gut, das war somit die schlimmste Werbeaktion, genauso wie die McDonald's-Geschichte, finde ich. Was fandet ihr am krassesten? Schreibt es unten in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Boah. Also auch das mit Groupon, das war schon das Krasseste.